Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch meine My Mode Einstellungen konfigurieren. Da ich bei mir die Domstrebe nachgerüstet habe und dafür das Batteriekabel abklemmen musste, wurden alle Einstellungen gelöscht. Um den My Mode zu konfigurieren, müsst ihr einfach auf das kleine Pony auf dem Lenkrad drücken. Mit dem Mode-Schalter wechsle ich erstmal in den Sportmodus. Da ändern sich auch gleich Auspuff und Lenkverhalten. Der Sportmodus sorgt für zusätzliche Motorbremswirkung und verlängert die Fahrt in niedrigen Gängen. Man kann den Sportmodus auch gleich als My Mode speichern oder man ändert zum Beispiel noch das Lenkverhalten auf Normal oder den Auspuff auf Leise. Dann einfach abspeichern und fertig. Man könnte auch das Getriebe im Normalmodus lassen und nur die anderen Sachen verändern. Im Normalmodus wird halt wirklich jeder Gang hoch und runter geschaltet und es sorgt für einen optimalen Kraftstoffverbrauch. Ich fahre allerdings lieber im Sportmodus. So, dann kann man sich im Tacho noch drei verschiedene Anzeigen erstellen. Zum Beispiel das Sättigungsverhältnis, Zylinderkopftemperatur, Öldruck, Ansauglufttemperatur, Getriebeöltemperatur, Vakuum und Batteriespannung. Ich habe mich für die Zylinderkopftemperatur, den Öldruck und die Getriebeöltemperatur entschieden. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann kann man natürlich auch noch die Tachoanzeige in verschiedenen Modi anzeigen lassen. Sportmodus, Rennstrecke, Normal. Oder man stellt ein, dass sich die Tachoanzeige zusammen mit dem Fahrmodus ändert. Die Primär- und Sekundärfarbe vom Tacho kann man selber konfigurieren, sowie auch die ambiente Beleuchtung. Entweder man verwendet eine von den Standardfarben wie Rot, Grün oder Blau, oder man erstellt eine MyColor. Dann die MyColor einfach auswählen und fertig. Da muss man sich einfach mal ein wenig Zeit nehmen und die optimalen Farben und Einstellungen für sich raussuchen. Bis zum nächsten Mal.